Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Tiny Tina's Wonderlands. So, beim letzten Mal doch ein bisschen abgehackt am Ende, weil irgendwie das alles doch ein bisschen länger gedauert hat, als ich erwartet hatte. Wir sind auf dem Weg zum Dragonlord. Wir sollen ja schon den dritten Kristall schlagen. Meine aktuelle Vermutung ist, dass wir nach dem Schlagen dieses besagten dritten Kristalls beim Dragonlord sind. Da ist ein Fahrstuhl. Okay, ich gucke erstmal hier unten. Gibt's hier was Cooles? Wow, ich bin einfach nur zurückgelaufen. Wow. Berühren. So, dritter Kristall müsste hier oben sein. Dann. Wir machen mal die Zauberei hier. Hey. Niemand tut meinen Knochen kaputt. Und ich hatte schon Angst, dass es nicht funktioniert. Brenzlicher als mir lieb ist. Okay, anscheinend war ich tot. Mein Gefährte hat sich gerade für mich geopfert. Ach so. Eieieiei. Okay, hier geht gerade mehr ab als erwartet. Leere Taschen. Nein, es geht nicht mehr ab als erwartet. Ich krieg nur mehr aufs Maul als erwartet. So. Muss ein bisschen aufpassen. Die Eispistole, die wir da jetzt frisch geholt haben, die ist zwar echt geil, aber Pistolenmunition haben wir halt nicht so viel. Ich habe mir noch nie Pistolenmunition gekauft, weil es eigentlich nicht Not getan hat bisher. Das war so, jo. Würfel. Die Schätzung steigt. Jawoll. Was ist das Blaue? Ich nehm's mit. Passt schon. Das ist der dritte Kristall. Was sagt meine Map eigentlich? Da kommen wir her. Was ist da? Da mit dem. Okay. Hinter der Tür geht's dann wahrscheinlich zur Action. Die Mechanismen in der Pyramide rumbohren und früh kommen. Aber die Seelenenergie fließt weiter. Wir müssen den Magiekabeln folgen. Sie führen uns sicher zu seinem Vorrat an Seelenenergie. Den Magiekabeln? Okay, das ist ein bisschen lächerlich, aber es geht. Kabel führt in einen Raum, in dem ein geheimnisvoller Tank vor Energie vibriert. Reinhorn hat sich als zielführend erwiesen. Wieso soll... Ihr Narren, das Ding ist völlig unwichtig. Hoppla, das stimmt nicht. Der Dragonlord scheint außer sich, als ihr das Gerät zerstört. Schergen, schützt den Tank um jeden Preis! Moment. Wie macht sie das? Warum sorge ich mich um das Teil? Es ist doch nur eine Klimaanlage. Hä? Okay. Wie soll die Klimaanlage zerstören? Das ist jetzt die Zusammenfassung. Das ist okay. Ich müsste mal Munitionskapazität für die Pistole kaufen. Aber ich glaube, das wird innerhalb des Displays tatsächlich gar nicht mehr so interessant sein. Sieh mich nicht so an! Du bist schon tot! Weil ich habe jetzt nicht vor, kurz vor dem Bosskampf nochmal nach Frachthof zurückzukehren, um das zu tun. Gut, vielleicht ändere ich meine Meinung, aber eigentlich habe ich es nicht vor. Super Badass Todesritter! Hä? Nein! Irgendem nachladend? Nein! Na gut, Schlimmeres. Gibt einfach Schlimmeres. Wie zum Beispiel dafür zu bezahlen, dass man gestorben ist. Das muss man hier zum Glück nicht. Was? 3000?
Obwohl, ist gar nicht mehr so... ich habe jetzt so viel Geld ausgegeben. Ist ja gar nicht mehr so viel. Boah, dieser Super-Bad des Todesritters ist natürlich echt nett, dass er uns bis zum Spawn folgt. Er scheint uns echt gern zu haben. Gott, Gott, Gott! Ich will meine Seele aber nicht in zwei gerissen haben. Das ist eine verdammt detaillierte Karte, muss ich ja sagen. Wie haben die das alles vermessen? Oh Gott, oh Gott. Endlich! Diese Abklickzeit hat ewig gedauert. Huh! Komm her, ich dich töten! Okay. Der hat reingehauen. Der hat reingehauen. Hui. So. Jetzt dürfte aber wahrscheinlich nur noch Kleinkram da sein, ne? So, machen wir ein bisschen Eis rein. Und das andere Magic. Sie sterben. Allesamt. Noch ein Badass. Hi. Sein Gesichtsausdruck. Na? Wie wär's mit Tod umfallen? Oh, ich spring dich auch weg. Kein Problem. Wenn dir das lieber ist. Sehr schön. Zerstören wir ihn. Er hasst die Vorstellung. Ihr wisst nicht, womit ihr herumspielt. Und ich auch nicht. Das ist die Klimaanlage. Es stellt sich heraus, dass der Tank die Seele der lang verlorenen Liebe des Dragon Lords enthielt. Er wollte seine geliebte Bernadette wiederbeleben. Die ganze Zeit sein Motiv. Tolle Wendung, was? Wow! Welche Offenbarung! Bernadette! Ich räche! Ich... niemanden. Ich kenne überhaupt keine Bernadette. Siehst du, dass sie mich wie eine Marionette benutzt? Oh, der Dragon Lord lenkt die gesamte Seelenenergie, die er ins Seelenschwert entlassen hat, an die Spitze der Pyramide! Das sieht übel aus. Ja, das ist richtig übel. Okay. Mach ihn platt, Neuling! Du schaffst das! Du bist immerhin der Schicksalsbringer! War der Dragon Lord auch laut eigener Angaben, ne? Oh. Okay, ich will mich nochmal umgucken. Von einem Schusser entfernt. Mach ihn auf! Sofort! Bitte? Seine letzten Worte waren: Vergib mir. Er wusste damals schon, dass man einen Busdämon nur töten kann, indem man den Wunsch auslöscht, der ihn heraufbeschworen hat. Er verband ihre Seelen und flüsterte seine Zaubersprüche. Ich spüre immer noch, wie er verschwindet. Aus dem Zeitstrom. Aus der Erinnerung. Von mir. Okay. Und mit ihm verschwindet jegliches Verlangen. Wow, ein Scharfschützengewehr, danke. Oh. Wir nehmen wohl den Expressweg hoch. Würfel! Ignorier mich nicht! Ah! Der Zufallsgenerator kann dir nichts anhaben. Also, Würfel. Sie hat mir nichts zu sagen. Wir sind hier unter uns, Schicksalsbringer. Komm! Bringe deine Heldenreise zu Ende. Oh, das habe ich vor. Finden wir eine Lösung, damit wir alle wieder gehen können. Und ich gehe am besten reich weg. So, wir laufen nochmal durch. Wo ist denn so viel auf einem Haufen? Da sind Deckenschaden immer wieder abgekriegt. Ja gut, das habe ich jetzt davon. Die Büfer finden das nämlich nicht so witzig, wenn ich das tue. Naja, so in Ordnung. Magisch. Das ist ja kann quasi dir nicht gutes Recht, dass ich doof bin, wenn ich die Freunde umbringe. Schicksalsspitze. Ha! Aus dem Kampf geflohen. Jetzt wird gezaubert. Wie ein heldenhafter Schicksalsbringer. Der Dragon Lord wartet oben auf eure Ankunft. Wow.
Das ist geil, aber kann ich mir nicht leisten. Was haben wir hier? Endlich ein vertrauter Kunde. Wagst du es, dich der dunkelsten aller Magien zu stellen? Dem Kapitalismus. Lochzaubernadel der Schleue. Ach Gottchen, das ist doch die aus der... Lochzaubernadel ist doch Questbelohnung gewesen für die König Archer Quest. Cool, dass es die so wieder zu finden gibt. Finde ich in Ordnung. So, wir aktivieren mal kurz unsere Skins, damit unser Inventar ein bisschen schicker aussieht. Wir können eigentlich mal das Inventar mal aufräumen, sehe ich gerade. Ja, wir räumen mal kurz das Inventar auf. Dup, dup, dup. Hast du die Nachrichten bekommen? Zack, zack, zack. Oh, warum kann ich dich nicht verkaufen? Weil das ein Text ist, den ich behalten wollte. Ich finde den Text nämlich ganz cool, dass hier, das ist mein Haus und ich werde es verteidigen. Gut. Ich nehme dir etwas Last ab. Perfekt. Immer schön die Gläser. Auf geht's. Besiege den Dragon Lord. Zack. Als ihr die Pyramidenspitze erreicht, seht ihr! Eigentlich stelle ich mich lieber selbst vor, aber vielen Dank. Ha! Ausgespielt. Das wollen wir noch mal sehen. Mach ihn platt, Neuling. Du schaffst das. Du bist immerhin der Schicksalsbringer. Okay. Keine Zeit für Gebete. Ich habe schon gezaubert, dass du noch ein Würfel in einer Hand machst. Was passiert hier? Naja, ist okay. Das beamt sich ja auch weg. Hier? Tod, Vernichtung, Untergang. Okay, der Eiszauber auch hier, er lohnt sich. Er geht auch gut aufs Schild. Ja gut, er geht, macht wahrscheinlich nicht richtig viel Schaden am Schild, aber er macht halt ziemlich viele Treffer. Das ist ganz praktisch. Dunkle Magie. Hier, Eis. Bist du schon tot? Ja, also. Eiszauber. Regelt. So, als nächstes die Leiste mit Panzerung. Dafür habe ich sogar ausnahmsweise meine Waffe. Ach. Und Kaputtbarzeit ist in Ordnung. Gönnen wir dir. Ich habe dir bis jetzt ganz gut zugesetzt. Yeah. Halt kaputt machen. So eine Theorie. Zwei Köpfe sind besser. Alles klar, jetzt geht die Party los. Ich glaube, ich muss alle kaputt machen. Okay. Oh, er ist da, ist wieder da. Okay, das heißt, ich schieße einfach auf ihn. Ich fühle mich magisch. Oh, da hat sich wegteleportiert. Danke dafür. Kugeln im Anschlag. Schön für dich! Ja, Eis. Okay. Er regeneriert sein Schild. Nicht nett. Meine Skelettarmee sind endlos. Ist das die Sache? Wie lange regeneriert er? Ich werde dein
Dann steht es gleich wieder voll! Da oben. Oh. Mist. Da muss ich aufpassen. Jetzt weiß ich's. Na. Das hab ich verkackt. Egal. Ist der Zweck unseres Unlebens. Oh, du noch? Du hast dich nur verirrt. Ich zeig dir, wo es lang geht. Hey, es dürfte sich dein Schild nicht mehr regenerieren, so einfach. Ich hab noch alle Hand. Machst du die Kristalle neu oder ist das der letzte, vorletzte? Ah. Okay. Mach einfach mal diesen Kristall hier weg. Das ist hier gerade noch nicht mehr durch. Gott. Oh, nächstes. Entsichert und im Anschlag. Zauberzeit. Yeah, ruf noch mehr Dinge herbei. So, okay. Meine Skelettarmee sind endlos. Ja, das ist schön, dass sie endlos sind. Dann kann ich mich theoretisch auch endlos wiederbeleben. Nach so der ist Logik. Es richtig. Nutze deine Kraft. Hier, Eiszauber, Schild weg. Ich glaube, sein Schild ist nicht mehr so stark wie beim ersten Mal, als er da war. Du bist eine tragische Figur, ohne Hintergrund. Oh. Also wir machen den Kristall weg. Ist jetzt der letzte. So. Bum, bum. Eis. Schild ist weg. Er ist auch weg. Muss ich aufpassen, dass gleich könnten vielleicht diese Spektraldinger da kommen. Oh Gott. Meine Skelettarmee sind endlos. Okay. Eine Panzerung haben wir auch gleich. Da sind sie wieder. Hier. Mach mal währenddessen mein Schild kaputt, Eiskristall. Weiß ich nicht. Oh Gott! Nein! Ich krieg die Krise. Ich kann wieder zaubern! Nein! No. Ätzend. So. Da ist noch einer. Ist der Zweck eures Unlebens. Und ich treffe ihn nicht. Ist er weit weg oder was? Sieht so toll aus wie immer, Knochenkopf. Doch. Komm, das kriegst du besser. Er hat sein Schild zumindest nicht voll. Oh, ja gut, gleich hat das voll. Oh. Oh. Ja, du hast. Oh. Komm, er hat gerade abpöbeln, dass er es nicht voll gekriegt hat. So, das heißt, wir nehmen wieder die Logik hier. Erhebt euch! Vernichtet diesen Helden! Ja. Aber ich will Magie! Sofort! Die Mächte der Dunkelheit hören auf mich! Hölle Feuer! Also solange er nicht gleich wieder mit seinen komischen Spektraldingern kommt und sein Schild regeneriert, bin ich zuversichtlich. Hier, mach deine Panzerung weg! Endlos Munition! Ah, wo ist er hin? Diese Welt gehört jetzt mir! So. Da
So. Wo ist er? Oh nein, nein, nicht das schon wieder. Kommen die jetzt zurück? Kommen von der Seite? Ich verkriege mich hinter dem Ding hier. Da kommt noch eine Runde. Okay. Noch eine. Okay. Da ist er. Ja. Das Meer. Ärgerlich. Eis. Das macht ordentlich Schaden. Stell dich drauf ein, einen neuen Charakter zu erstellen. Ah, oh, seine Spektralviecher. Das ist jetzt doof. Das ist richtig blöd. Ich finde, das reicht jetzt mit dir. Mit einem Schocklaser, richtig cool. Dann würden die Viecher relativ schnell down gehen. Ich mache das jetzt aber so, weil ich treffe einfach gut damit, weil der Laser einfach automatisch zuordnet. Das wird witzig. Oh, einer noch? Oh, waren das nur drei diesmal? Oder habe ich schon drei besiegt und hab's nicht mitbekommen? Beides ist eine Option bei mir. So, wo ist er? Nicht ganz so attraktiver Lakai. Er hat sich weggebeamt. Lass bitte nur deine Spektralviecher weg. Bin ja flexibel, aber lass die weg. Wieder ein Geschäft. Deine Heldenreise endet hier. Ah, Mist. Ich sterbe, wie ich gelebt habe. Das ist der Zweck eures Unlebens. Jo, jo, oh, oh. Schafft, reicht das? Nein! Nein! Oh Gott, ich lebe, ich lebe. Jetzt kommen deine Drachen wahrscheinlich gleich wieder hier, ne? Weil ich kurz tot war. Die Mächte der Dunkelheit hören auf mich. Und kaputtbar Phase. Echt jetzt? Du, nicht nachlassen. Er wird es dir nicht leicht machen. Ich glaube an dich. Er hat viele Panzerung. Vor deinem Dragon Lord. Das kann er fliegen. Oh, ich kann Schaden machen, obwohl er eigentlich da oben die Anzeige hat. Oh, das ist Grafikanzeigefehler. Oh nö. Das gehört mir. Griffel weg von dieser Beute. Bereit und tödlich. Ich glaube, wir haben einen Anzeigefehler gerade. Laut Anzeige müsste er nämlich gerade unkaputtbar sein. Endlich! Diese Abklingzeit hat ewig gedauert. Ich habe schon gezaubert, als du noch ein Würfel in aber deiner Hand war. Offensichtlich ist er nicht unkaputtbar. Aber er regeneriert doch echt ekelhaft schnell, ne? Glaube ich oder bilde ich mir das ein? Oh, krass. Selbstgespräche ohne Ende hier. Das ist der Zweck eures Unsinns. Finden wir eine Lösung, damit wir alle wieder gehen können. Ich gehe am besten mit rein. So, seine Panzerung ist gleich weg. Du wolltest Banner wegfinden. Hallo Bernadette. Blöder Mist. Okay.
bin mir nicht sicher, ob das gerade gut läuft oder nicht. Der Mond wird sterben. Den Kaffee wird die Milch ausgehen und sie werden fragen. Natürlich nicht! Unfassbar, dass ich immer wieder im Zauberbuch nachlesen muss. Gib mir live. Jetzt kriegt er wirklich keinen Schaden. Ich muss Bernadette vorher besiegen. Oh yeah. Sendender Schlag! Mein Zauber kommt nicht weit genug an sie ran. Oder? Ja. Ich habe hier Probleme. Sagen wir mal so. Wieder im Geschäft. Endlos Munition. Ich weiß nicht ganz, wie ich das hinkriege, oder? Ja gut, momentan kriegen wir kaum aufs Maul. Hast du meine Werte gesehen? Ich bin zu stark. Oh ja. Okay, ich musste sie nicht ganz besiegen. Nein! Muni leer! Das ist ja ärgerlich. Wie ich es dir beigebracht habe. Schön für dich. Ich muss einmal abwechseln machen. Ich sehe gerade, jetzt hatte nämlich Bernadette gerade die Unsichtbarkeit um sich rum. Das ist irgendwie eine miese Nummer. Ich bin unbesiegbar! Ja, Bernadette dann wahrscheinlich nicht mehr, ne? Da. Also habe ich Probleme mit der Munition. Ich kenne kaum Gesichter wie deines und hab sie alle zermalmt. Auf live. Oh, das ist ja ein ganz toller Trick. In Schmerz jetzt. Sie ist halb down. Okay, Zauber war nah genug dran. Was? Ist Dummdödel deine zweite Klasse? Nein, Grabhüter, um genau zu sein. Aber Dummdödel wäre natürlich auch eine Option gewesen. Stand in der engeren Auswahl. Oh Gott, Munition. Egal, erstmal so. Warten. Jetzt wird gezaubert! Feinde! Oh, der zaubert. Na, ah, er hat einen kurzen Moment getroffen. Bist du sicher, dass deine Stimme. Oh Mann. Ich hab gleich wieder Muni-Probleme. Der hat gut gesessen. Der hat gut gesessen. Gib mir Muni. Da vorne sind noch Kisten. Was ist das für ein Kampf? Muni. Danke. Bernadette, es tut mir irgendwie schon ein bisschen leid, aber ich glaube, mit dir hat sich das jetzt gleich erledigt. Ja. Oh, Lord, wo bist du jetzt? Da. Gutes Gespräch. Ist sich jetzt nochmal weggebeamt? Sicherheit. Und Eiszauber. Gleich der letzte. Ah, er ist zu schnell. Da kommt der Eiszauber nicht schnell genug hinterher. Ich fühle mich magisch. Endlich wird meine Großartigkeit honoriert. Wow. War's das? Sie bekommt ihren Willen? Ich hab versucht, dich zu retten.
Also los, nimm es. Dachte, endlich könnte ich selbst mein Schicksal bestimmen. Stattdessen tust du es. Das Seelenschwert flüstert in euren Händen vor Macht. Seine Kraft ist absolut grenzenlos. Was können wir damit anstellen? Götter bekämpfen? Oh, selbst Götter werden. Oder wir schmieden ein neues Reich, damit die Wonderlands auf ewig sicher sind. Narren, wir wissen beide, dass der Schurke sterben muss. Mach schon, räche deine Königin. Das Schicksal entzweit uns nicht, es eint uns. Bitte, Arschgaul. Ja! Ah, Arschgaul. Königin Arschgaul lebt wieder! Ja! Hey, Neuling! Das war's dann! Echt krass! Es hat geklappt! Also ganz ehrlich, daran hätte ich nicht mal gedacht. Du Bunkers in Badasses Naturtalent. Wisst ihr was? Wir sind eine echt verdammt gute Heldenparty. Wir sollten das bald mal wiederholen. Wie wär's mit sofort? Ich hab noch allerhand auf Lager. Klar doch! Initiative Wurf, Leute! Hand. Oh, das dürfte Urheberrechtsprobleme geben. Ah, ich muss den Ton wegnehmen. Zack. Upsi. Aber wir können einmal beschleunigen. Wir können uns jetzt gemeinsam noch einmal angucken, was am Ende los ist. Dann vielleicht auch wieder mit Ton. Aber also jetzt gerade ist mit Ton, das ist mir bei Borderlands 2 ist mir das, glaube ich, passiert, als ich das mit aufgenommen hatte. Da gab es eine kleine Verwarnung. Upsi. Ich glaube, bis zu 7 Sekunden oder so, wenn ich mich recht erinnere, war so ein Kram mal erlaubt. Das ist echt jetzt gerade gar nicht so auffallen sein. Vielleicht. So, die Credits sind sehr lang. Das fand ich geil beim... Ja, das ist nur für die Leute, die Borderlands gespielt haben und viel gespielt haben. The Pre-Sequel. Das, der Abspann vom DLC, vom Claptrap-DLC. Dieses dämliche Gesinge. Ich glaube, das wäre in Ordnung. Wir hören mal kurz rein. Nö. Ja. Das sollte es eigentlich gewesen sein. Jetzt wird wahrscheinlich so das übliche Postgame beginnen, so Endgame, wie es bei MMOs auch so der Fall ist. Einfach weiter looten, leveln, Equipment fertig machen. Die Quests aufräumen. Das werde ich natürlich alles soweit noch machen. Aber halt für die Aufnahme heute wollte ich mich jetzt mal auf die Main-Quest komplett konzentrieren. Weil mit den Zeitquests, ich glaube, da würden wir dann gefühlt in 5 Jahren noch dran sitzen. Da hatte ich ja gefragt, ob sich was gewünscht wurde, ob wir was machen. Da kam kein Wunsch bei rum. Also verstehe ich das so, als ist nicht so relevant. Dann werde ich jetzt das Let's Play nach dieser Folge als beendet erklären und mich darauf freuen, dass ich mit meinem Charakter dann im Endgame looten und leveln kann. Ich liebe looten und leveln. Aber wir gucken trotzdem nochmal. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass es jetzt gleich noch eine andere Szene gibt am Ende. Also bei den ganzen Borderlands-Titeln für gewöhnlich gab es danach immer noch
irgendwas nach dem ersten Abspann. Notfalls Loot. Vorausgesetzt, wir kommen mit dem Abstand überhaupt mal, also mit dem Abspann durch. Ja, fleißig dabei. Also, ich schaffe auch bestimmt alles zu lesen gerade. Eieiei, was war das denn? Copyrights? Oh mein Gott. Sehr viele Copyrights. Oh, ich glaube, wir haben's. Aha. Sprich mit dem Dragon Lord. Da, sei doch, es geht noch weiter. Ja, guck mal, trotzdem mal kurz hier. Pulsierender Elementarschlag der Tagträume. Feuern und haftend. Den cool will ich mitnehmen. Guck natürlich nur Lila an. Der Rest ist unter unserem Niveau. Wikinger Lichtschmiede Rüstung des blitzenden Schwerts. Okay. Was? Oh! Weißer Reiter der Baumwipfel. Eine legendäre Säurewaffe. Nice. Auch wieder ein Laser. Oh, hier habe ich Grabspross. Das ist schon wieder eine. Zeitskill bleibt gleich. Ja, es wird ein Skillpunkt würde fehlen. Wenn ich das gerade richtig sehe. Nee, gib plus 3 auf. Oh. Den muss ich mir markieren. Hier war das. Letztendlich. Ja, ich nehme den anderen. Wisst ihr auch warum? Der gibt 12,9% kritische Zaubertrefferchance. Voll mein Ding. Plus 10% Zauberschaden. Jupp. Wir haben neue Rüstung. Wehe. Gut, die ist nicht. Gut. Gib mir mal Geld. Was haben wir hier noch? Schiller Elementarschlag. Nee, komm. Ich bin mit meinen Zaubern gerade glücklich. Darüber denke ich nachher mal nach. Was haben wir hier noch? Ja, nee. Ostflachklinge des Gesetzlosen. Ja, okay, ist einfach so viel besser. Das hat zwar nicht mehr den coolen Effekt, aber ist egal. So, wie soll man mit dem Dragonlord reden? Hi. Du hast sie zurückgebracht. Ich schätze, für einen Schicksalsbringer ist nichts unmöglich. Aber wieso verschonst du mich? Es wäre leicht, die Welt gespalten zu lassen. Aus Angst, Wut und Schuld getrennt zu bleiben. Wir könnten uns vormachen, Einsamkeit wäre sicherer. Aber niemand muss so leben. Nicht einmal du. Ich fühlte mich allein. Ich dachte, ich hätte meine Verbindung zu ihr verloren, als ich aufhörte, ihr Schicksalsbringer zu sein, aber... Ich bin immer noch ein Teil ihrer Geschichte. Vielleicht hat sie mich aus einem Grund hier behalten, um Helden zu treffen. Wie dich. Jetzt sieh mal an, wer da plötzlich introspektiv wird. Kaum wurde der Hintern versohlt. Kaum zu glauben. Weißt du was? Ich verstehe, das habe ich verdient. Aber ehrlich gesagt bin ich gerade etwas planlos. Ich habe den Endkampf noch nie überlebt. Was macht man so, wenn man nicht versucht, die Welt mit Finsternis zu überziehen? Ein Trinken gehen. Limo. Arschgaul. Majestät, ich... vergebt mir euren abgeschnittenen Kopf und den Fastweltuntergang. Alles cool? Hand drauf? Huf drauf? 200 Jahre in dieser Burg? Das ist doch total... gerecht. Was auch immer meine Königin für klug hält. Ihre super tolle Majestät sagt, es soll eine große Feier in Fachhof geben, wenn du zurückkehrst, Neuling. Aber kommen wir nun zu deiner Bossbeute.
Habe ich doch schon mitgenommen. Nee, für eine Schriftrolle? Oh! Ja, okay. Absturz. Oh! Schau dir das an. Du warst fleißig, Tina. Diese Höhle ist schon fast kuschelig. Oh, das ist doch gar nichts. Ich habe Pläne, Baby. Wir sind bald überall Bomben und heiße Babys. Ist das ein Teaservis? Kann ich mich setzen? Ich glaube für Flashstick. Okay, also Tina, ich bin hier, um mich zu entschuldigen. Hoffentlich habe ich dir Bunkers und Badasses nicht versaut. Oh, das? Das habe ich längst vergessen. Ja, wieso? Willst du spielen? Ich kann im Moment nicht. Anführer einer Armee zu sein, ist mehr Arbeit, als ich dachte. Aber wenn es besser läuft, können wir spielen. Versprochen. Aber wir spielen meine Kampagne. Ich arbeite da an was. Kann es kaum erwarten. Du bist bestimmt ein toller Bunkermaster. Ich weiß es. Ja, die Stimme war ja die ganze Zeit schon die von Roland, aber jetzt so Armee anführen, war bei Tina zu Besuch in ihrer Höhle. Der Platz, wo er sich hinsetzen wollte mit Teaservis, das war die Quest, die Teeparty, mit wo Flashstick eingeladen haben, Miss Luffy Butt. Und Sir Reginald, glaube ich. Von Bartlesby. Oder? Madame von Bartlesby? War eine coole Quest. Aber letztendlich, das bestätigt mich nur darin, zu glauben, dass das Roland ist. Also war nicht nur von der Stimme her, das war wirklich so gewollt. Roland ist so. Ich behaupte das jetzt. Punkt. Vielleicht wird es ja noch aufgeklärt. Aber aus meiner Sicht wirkt es offensichtlich. Ich kann wieder zaubern! So, geh zum Zottelplatz. Ein Ding. Na, Mike? Siehst du das? Sie jubeln dir zu. Du hast unsere Königin zurückgebracht. Arschgaut, Arschgaut. Die Hoffnung. Ich und alle Bürger von Prachthof sind dir sehr dankbar. Bitte, bitte. Aber eine Sache ist noch offen. Ihre Majestät erwartet dich. Das Schlimmste ist schon eingetreten. Ab jetzt geht es nur noch bergauf. Der Regenbogenteppich ist ausgelegt für mich. Ist ja nett. Hi. Da du zusammengebracht hast, was einst getrennt war, wird Königin Arschgaul jetzt beenden, was noch getan werden muss. Du wirst zum Ritter des Reiches geschlagen. Ja, endlich! Endlich ist es soweit. Knie nieder, Schicksalsbringer. Eure Majestät. Man kennt dich als Schicksalsbringer. Held von Prachthof. Knappe, Mannschaft und Durchgangssucher. Und jetzt, bei der Macht des Adamantthrons, erhebe dich, Ritter des Reiches! Als richtiger verdammter Ritter brauchst du auch die richtige verdammte Ausstattung. Geh zur Schmiedin. Sie wird dir helfen, deine Ausrüstung nach deinen Wünschen anzupassen. Was? Und wir haben gerade was Legendäres bekommen. Was das? Commander selektive Amnesie des ermächtigten Schusses. Das ist nicht meine Klasse, bei die ich habe. Danke, Spiel. Für nix. Okay. Bei der Schmiedin gibt es jetzt noch irgendwas zu holen. Wahrscheinlich die Kiste da hinten. Oh, wird es einen Grinder geben? Moin. Schön. Sieh einer an, wer hat denn da die Welt gerettet? Schön, die Königin wieder zu haben. Ohne den königlichen Hufeisenauftrag wäre ich vielleicht schon bankrott. Mike erwähnte, du könntest mir mit einer Verbesserung weiterhelfen. Richtig. Anscheinend.
Er dachte, du könntest vielleicht etwas magische Unterstützung für deine Ausrüstung gebrauchen. Das da ist ein Verzauberungswürfler. Damit kannst du deine verzauberte Ausrüstung auf magische Weise ändern. Am Ende hast du vielleicht ganz andere Kräfte. Du wirst auch ein paar Mondkugeln brauchen. Ohne sie gibt's nämlich keine Magie. Ja, ha? Los, probier ihn aus. Ich habe in der Kiste dort etwas Fabelhaftes für dich. Bald wirst du mir dienen. Ihr werdet mir alle. Zauberung, hier kannst du dann eine neue Verzauberung eines Ausrüstungsgegenstands würfeln. Wähle einfach den verzauberten Ausrüstungsgegenstand aus, den du neu würfeln willst. Das Verzaubern von Ausrüstung ist nicht billig. Neu zu würfeln kostet Mondkugeln. Du kannst ein und dieselbe Ausrüstung mehrfach neu würfeln, aber der Preis erhöht sich mit jedem Mal drastisch. Was? Kann ich meinen Zauber verzaubern? Obwohl, ich mache es ja Sinn, was zu nehmen, was ich noch nicht verzaubert habe, ne? Komm, nehmen wir den hier mal. Kosten 2. Verzaubert. Nach dem Nachladen erzeugt der nächste Nahkampftreffer eine Singularität. Aha. Und was kostet mich eine neue? Nehmen Sie erstmal hin. Das sind jetzt 4. Komm, machen wir mal. Aber das Wirken von Zaubern erhöht den Elementarschaden um 8%. Ha! Haha! Ja. Ich bin zufrieden. Ja, nice. So, wenn du schon dabei bist, schau mal bei Izzy rein. Sie hat was zur Auswahl für deinen ausgewählten Beruf. Danke, dass du da warst. Und sei nicht traurig, dass diese Mission vorbei ist. Bestimmt taucht bald wieder ein hirnverbrannter Schurke auf, der die Weltherrschaft an sich reißen will. DLC, vermute ich. Dass deine Klinge immer schön scharf bleibt. Hi, Izzy. Da bist du ja. Oh, wow. Lass dich ansehen. Ich glaube, du bist seit deinem letzten Besuch gewachsen. Ich bin hier, um mit dir über Veränderungen meines ausgewählten Berufs zu sprechen. Oh, natürlich. Hier entlang. Der Schnellwechselautomat hat eine neue Verbesserung erhalten. Jetzt kannst du deine Sekundärklasse jederzeit ändern. Ach, du weißt also, was eine Sekundärklasse ist. Ich dachte, du müsstest dafür irgendeinen Fantasy-Begriff verwenden. Ach das. Keine Angst, das ist alles nur ein Spiel, stimmt's? Ich habe gesehen, wie du mit den furchterregenden Himmelsriesen geredet hast. Dann wurde es mir klar. Ehrlich gesagt bin ich erleichtert. Und wie? Das bedeutet, ich kann gar nichts für meine Sünden. Ist so ein Traumding. Das Blut an meinen Händen ist genauso wenig real wie die Schatten an der Wand. Sprudeligen Tag noch! Hä? Weißt du was? Lass Wo? Uns dieses Gespräch für uns behalten, ja? Ich werde jetzt gehen. Die Kammer? Ganz sicher, meine Königin? Ah. Natürlich, Eure Majestät. Schicksalsbringer, die Königin lädt dich ein, ihre königliche Burg zu betreten. In den tiefer gelegenen Kammern ist etwas, das du dir ansehen sollst. Viel Glück, verdammt. Ihre königliche Majestät, Königin Arschgaul, Regentin von Prachthof. Rechtmäßige Inhaberin des Adamant-Throns und die heißeste Braut in dem Wonderland gewährt euch Einlass in ihre Burg. Gut, das mit der Sekundärklasse habe ich jetzt nicht verstanden, wie ich wechseln kann. Okay. Warte, da hat mich der Striker informiert. Das könnte so ein Endgame-Raid sein. Geh da mal rein. Bereit zum Zaubern! Na, wen haben wir denn da? Willkommen in meinem Gefängnis, Schicksalsbringer. Ich hab da was, das dich vielleicht interessiert. Wir hören uns die Geschichte nochmal an, bevor wir Feierabend machen.
dachte, dass mir Ihre Majestät eine Lektion erteilen wollte, als sie mich in dieser Burg einsperrte. Doch sie hatte weitaus Größeres im Sinn. Ich bin nicht der Einzige, der hier einsitzt. Unser Bunkermaster, er ist komplexer, als ich ihr zugetraut habe. Trotz all dem Chaos in den Wonderlands hat sie ihre niedersten Instinkte gut versteckt. Hier, die Chaoskammer. Was ich als Seelenenergie kenne, kennt sie als Wunder und Vorstellungskraft. In den richtigen Händen kann man damit die Welt retten. In den falschen Händen. Na, ich denke, das hat unser großer Höhepunkt in Akt 3 gezeigt. In dieser Chaoskammer verbergen sich alle unfairen Kämpfe und nicht ausgewogenen Beutegegenstände, von denen sie je geträumt hat. Ich wollte herausfinden, was sich im Zentrum dieses kreativen Wirbels befindet, aber Würfel hören nicht auf Nichtspielercharaktere. Diese Macht gehorcht mir nicht mehr. Dir dagegen schon, Schicksalsbringer. Betritt die Chaoskammer. Besiege das Schlimmste, was sie dir entgegenwirft. Keine Ahnung, was dich im Inneren erwartet. Aber eins ist gewiss, du gehst gestärkt daraus hervor. Ich glaube, das wird einfach nur Kämpfen sein. Wir gucken mal den ersten Kampf an. Kampf beginnt. Ja, das ist einfach Kämpfe. Ist okay. Der strahlt auf den anderen mit rüber. Witzig. Endlos Munition! Nee. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt machen. Aber ganz klar, im Spiel durch. Geschichte war, naja, für ein Borderlands-Spiel war sie erzählerisch doch etwas schwach. Mecker. Gut, das ist halt kein richtiger Borderlands-Hauptteil. Das war jetzt Bunkers und Badass, ist einfach nur eine Runde. Aber ich wollte es einfach mal erwähnen. Sie war halt nicht so stark in die Geschichte. Dadurch noch dieser riesen Fokus jetzt aufs Kämpfen. Muss man halt selber wissen, ob man damit klar, ob man das mag. Ich persönlich mag es. Das war jetzt fürs Let's Play halt nur schwierig. Es gab keine Fahrzeuge mehr. Gut, ist bei der Welt auch vollkommen egal. Das ist vollkommen. Naja. Ich würde aber mal sagen, insgesamt gefällt mir das Spiel echt gut. Ich werde mich hier noch ein bisschen rumprügeln. Und bedanke mich ganz herzlich dafür, dass ihr so lange dabei wart. Und würde sagen, man sieht sich mit Sicherheit in einem anderen Spiel mal wieder. Oder auch mal im Stream. Ich schließe jetzt nicht aus, dass ich das Spiel nicht auch bei meinem Stream spiele. Weil ich hoffe, dass sie auch mal so Events haben, wie es bei Borderlands 3 üblich war. Oder halt auch DLC. Da wird immer so ein paar Dinge, die noch kommen werden, hoffe ich mal. Und dann bin ich zufrieden. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und man sieht sich. Ciao.